Sie sind hier, 24. September 2018, 12 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Gerntu Trippke hat seinen Vertrag als Dell-Geschäftsführer bis 2022 verlängert. Urheberrecht Getty Images. Gernot Trippke bleibt auch in den kommenden Jahren Geschäftsführer der Dell. Der 50-Jährige verlängert seinen Vertrag vorzeitig um weitere 4 Jahre. Rechtsanwalt Gernot Trippke wird die Geschäfte der deutschen Eishockeyliga Dell auch in den nächsten 4 Jahren leiten. Am Montag teilte die Dell die Vertragsverlängerung mit dem Geschäftsführer bis zum 30. April 2022 mit. Trippke, 50, war 1997 zur Dell gekommen und führt die Ligageschäfte seit dem Jahr 2000. Sein bisheriger Vertrag lief bis zum 31. Dezember 2018. Die Silbermedaille unserer Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hat gezeigt, welch enormes Potenzial unser Sport hat, sagte Trippke. Diesen Schwung wollen wir nutzen, um unseren Sport weiter in Deutschland zu etablieren. Außerdem soll die Dell, so der Jurist, vermehrt auch im Ausland als starke Marke wahrgenommen werden. Jürgen Arnold, Aufsichtsratsvorsitzender der Dell, betonte, mit dieser Entscheidung dokumentieren wir Kontinuität und Nachhaltigkeit gegenüber unseren Partnern und den Fans von Sportinformationsdienst.